Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Letztes Mal. Oh. What's this smoke? Letztes Mal sind wir in die Zagnatus-Festung vorgedrungen, haben es fast bis zum Aufzug geschafft und sind dann weit, weit runtergefallen. Und heute müssen wir uns irgendwie. Well, you can't say I didn't warn you. Ja, das Gas bedeutet nur, dass wir halt dauernd Lebenspunkte verlieren. Und das heißt auch, dass wir hier am besten. Ne? Ja, irgendwie funktioniert mein Todesspruch gerade nicht. Jetzt geht's. Mit dem können wir uns etwas Lebenspunkte zurückholen. Und wir müssen den Schalter finden, dieses Gas auszuschalten. Das findet sich hier irgendwo. Es gibt ja natürlich einige Gegenstände auch aufzusammeln. Aber das werden wir machen, nachdem wir uns frei bewegen können. Und zwar hier ist dieser Schalter. Vom Ruheraum ist es einfach nach rechts oben immer zickzack. Und dann einmal rechts runter, dann sieht man den Marker schon. Oh, it's clearing. That was close. So, also gibt es hier einiges aufzusammeln jetzt. Schauen wir, dass ich nichts vergesse hier. Ja, das war hier gibt es nichts mehr. Oh, you're such a tease. Ja. Ich glaube nicht, dass ich zu deiner Unterhaltung hier bin. Aber was auch immer du meinst. Keine Sorge, ich werde später dann auch mit dem Schwert noch kämpfen, aber momentan ist es mit dem Ring einfach noch viel einfacher. Und ich glaube, dass sie diese Szene hier mit den. Dass man keine Waffen verwenden kann, auch nur deswegen eingefügt haben, damit die Leute gezwungen werden, den Ring zu verwenden, weil der Ring schon zentral für die Geschichte ist. Und er sonst quasi gar nicht verwendet werden würde, wenn man die meisten Spieler nicht dazu zwingt. Er ist stark, keine Frage, aber die Spieler sind jetzt quasi 30 Stunden lang die normalen Waffen gewöhnt, also das Umlernen dauert etwas, also. Dafür haben sie ein ganzes Kapitel gemacht, nur, also fast das ganze Kapitel nur mit dem Ring, um die Spieler daran zu gewöhnen oder ihn ordentlich herzuzeigen. So, wir gehen geradeaus und dann holen wir uns dort noch ein Item. So, hier ein Verdienstorden. Und dann kommen wir bald zu einer ziemlich nervigen Strecke hier. Ja, dazu gleich mehr. Ja, das ist super creepy. Der Kopf. Ja, das dachte ich mir schon, dass du aufstehst. Diese Zombies. Das Problem ist nur, dass die Kamera sich beim Todeszauberspruch nicht steuern lässt. Das heißt, man. Ja, wow, das ist so creepy mit den Köpfen hier. Das heißt, da liegt noch etwas. Weil hier die Gänge so eng sind, ist die Kamera manchmal eher auf die Wand gerichtet als auf. Steht der auf? Keine Ahnung. Ist die Kamera eher auf die Wand gerichtet als auf die Action selbst? Da steht er schon auf. So, und hier haben wir eine kurze Raststation. Sieht man schon an der Kaffeekanne hier. Da gibt es nichts einzusammeln, glaube ich. Das Einzige, was es gibt, ist, wir können unsere Karte upgraden. Ja? Nein, das nicht. Sondern hier. Security Clearance raised to level 4. Access to level 4 zones authorized. Hier gibt es auch einen Objektladen. Das heißt, die könnten wir uns theoretisch eindecken mit. Okay, kaufen wir 11. Mit Tränken und allen Verbrauchsgegenständen, die man so brauchen könnte. Das ist natürlich besonders gut, wenn man etwas Geld angespart hat und hier Probleme hat, noch weil die Gegner zu stark sind. Und man dauernd mit Tränken quasi nachhelfen muss. In meinem Fall ist das jetzt nicht so tragisch, glaube ich. Dann jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Schwert anrichten können, weil da drinnen sind einige mehrere Truppen. Ah! Sieh!
Also die sind schon ziemlich nervig, wie man sieht hier, an dem herben Lebenspunkteverlust, den ich jetzt erlitten habe. Deswegen zahlt es sich aus, speziell auch bei dem Raum hier, draußen zu bleiben, zu warten, bis die EMTs in die Tür kommen und dann einfach mit Tod zu erledigen. Also, dann ist es nicht wirklich schwer. So würde ich das nicht sagen. Das Einzige, was wir hier noch nicht machen können, ist Warp-Angriffe. Alles andere, oder viele der anderen Fähigkeiten, die wir quasi gelernt haben, greifen jetzt schon. Das heißt, die funktionieren eben dieses Abbild auch. I have grave doubts about your friends. Das normalerweise immer dann kommt, wenn man einen Warp-Angriff macht, aber das kommt zufälligerweise, also das kommt periodisch auch dann, wenn man normale Angriffe macht. Ach, daneben. Sehr lustig. Also dieser finale Angriff von der Schwert des Vaters Combo kann auch daneben schlagen, wie wir gerade gesehen haben. Ist da hinten irgendwas? Natürlich nicht. Hier gibt es pro Raum nämlich immer nur ein Item. Langweilig. Ich sammle trotzdem mal ein, wir haben Zeit. Es ist zwar, das Kapitel ist das längste, glaube ich, bis jetzt, also zumindest das längste der letzten paar Kapitel. Und das ist auch der Grund, warum die Speedrunner, die dieses Spiel spielen, hauptsächlich die andere Route nehmen mit Gladio und Ignis, weil die ist viel, viel kürzer. Und das ist natürlich viel besser für sie. Die Chopham-Rüstung gibt minus 30 oder plus 30 Verteidigung gegen Fernkampf oder gegen Geschossangriffe. Und da gibt es wieder einen weiteren Forschungsbericht von einem offenbar konstruierten Magitech-Infanterie-Typen. Und offenbar ist es so, dass die Maschinen, die diese Magitech-Truppen zerlegt werden, die diese Einzelteile, dass die ein Eigenleben entwickelt haben und dass es da Unfälle gab. Was nicht so toll ist eigentlich, aber wenn man Zombies erschafft, muss man sich dann gewöhnen, dass die auch sich dann bewegen, wenn man es nicht unbedingt haben will. Ah, da gibt es sogar zwei Gegenstände. Sind die eingezeichnet? Ah ja. So, und da hinten gibt es natürlich wieder eine Raststätte. Die könnten wir theoretisch verwenden, um zu rasten oder zu speichern. Brauchen wir in dem Fall jetzt aber nicht. Der nächste Teil des Spiels ist nicht so... Ich finde ihn jetzt nicht mehr schwierig. Speziell, wenn man so hoch im Level ist, ist es okay. Aber ich wollte zumindest die Items, also die Gegenstände aufsammeln hier. Tragedy could strike at any moment. Das Interessante ist, dass ich beim ersten Mal spielen hier extreme Probleme hatte, weil das Gebiet so extrem verwirrend ist. Man sieht hier, das Ganze dreht sich irgendwie im Kreis und so und es gibt 100.000 Sachen ab. 100.000 Abzweigungen, die man nehmen könnte. Yay, Aufzug! Oh no. Den Typen hier können wir nicht besiegen, zumindest jetzt noch nicht. Ups. Und wir sollten versuchen, ihm so gut wie möglich auszuweichen. Was sich gut verwirklichen lässt, indem man wegläuft von ihm und immer pariert. Und dann, wenn er sich unsichtbar macht, auf die Karte sieht. Whatever the hell that is, I don't think I want to mess with it. Ja, jetzt ist unsichtbar, er teleportiert sich auf der Karte und dann weglaufen von ihm, weil er macht so einen Angriff, den man nicht ausweichen kann mit X. Ja, und dieser Fernangriff, dem kann man gleich auch nicht ausweichen. Und man muss hier einfach warten, bis der Aufzug kommt. Und dann einfach schnell in den Aufzug reinspringen und das war's dann. Den Typen kann man übrigens deswegen nicht besiegen, weil jedes Mal, wenn er unsichtbar wird, heilt er seine Lebenspunkte komplett. Und das passiert zu schnell, als dass man hier Schaden machen könnte. Wenn man... Oh, ouch. Wenn man ganz hoch im Level ist, kann es sein, dass man ihn besiegen kann. Ich habe mir den... Wie gesagt, die Speedrunner machen diesen Teil des Spiels natürlich nicht, weil es... Weil es viel zu lange dauert. What was that noise?
Is it scary being on your lonesome? Ich finde es schade, dass Tod nicht auch die Maximum Lebenspunkte wieder zurückbringen kann. Das wäre cool. So, wieder mal Schalter schalten, damit das Licht angeht. Das kennen wir doch schon. Um mich gut zu orientieren, ich will eigentlich... Da rechts gibt es wieder eine Raststätte. Und da ist unser Vorkram wieder, der uns jetzt quasi die ganze Zeit verfolgt. Und hier ist es super. Das Einzige, wo uns nicht verfolgt, sind die Räume. Also jedes Mal, wenn wir im Gang sind, verfolgt uns dieser Typ. Und das kann schon ziemlich nervig sein, vor allem wenn man nicht vorbei kann an ihm, weil er sich quasi vor einen hin teleportiert. Aber prinzipiell, wenn man immer in Bewegung bleibt, ist das nicht wirklich schwer. Also. You'll fall for anything. So, und jetzt müssen wir rechts in den ersten Raum rein und dort die Truppen beseitigen. Ah, ouch. Das ist sehr ungemütlich jetzt gerade. Ah. Da will ich rein eigentlich. Und dieser Vorkam macht natürlich auch Lebenspunkte Schaden, also macht Schaden an unseren Maximallebenspunkten. Das heißt, wenn man hier wirklich niedrig im Level ist, ist das super nervig, weil man weniger Lebenspunkte hat. Und man braucht dafür dann sehr viele Elixiere. Ich werde jetzt noch keinen schlucken, weil ich noch genug Lebenspunkte habe eigentlich. Aber es wird nicht mehr lange dauern, dass ich einen schlucken werden muss, wie auch immer. So, und da vorne gibt es eine Treppe. Und sobald wir auf der Treppe angekommen sind, verfolgt uns der Typ nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer, verstehe ich nicht, aber... Dafür fällt das Licht wieder aus. So, und da gibt es eine Uto. Die wollen wir natürlich mit Tod wieder fertig machen. Hat ja letztes Mal schon ganz gut funktioniert. Heil uns und dauert nicht lange. So, dafür geht's hier weiter. Ich überlege gerade. Ja, das sind wir noch richtig. Und ganz, ganz wichtig, hier oben gibt es noch einen Gegenstand, den solltet ihr unbedingt aufheben. Und zwar ist das ein Sicherheitsbit. Das schützt gegen Tod. Und wir haben schon eins von Sanya bekommen. Beim vorletzten Sanya-Quest, glaube ich. Und... da gibt es noch etwas. Aber wir freuen uns natürlich über jedes weitere Sicherheitsbit, das wir bekommen, weil wir werden irgendwann dann auch gegen Coels kämpfen und die sind super nervig, wenn man dieses Sicherheitsbit nicht hat. Autsch. Komm, weg mit dir. So, ich schau mal kurz. Ja, jetzt können wir zwei Gegenstände eingesammelt, das heißt, wir gehen einfach, wir flüchten vor diesem... schnell wie möglich wieder. Und zwar durch die Tür, die jetzt aufgegangen ist. Und ich glaube, wenn wir da durchgehen, dann verfolgt uns die Typ nicht mehr. Ja. Au. Heilringe sind billiger als Elixiere. Deswegen verwende ich lieber Heiltränke hier. Aber ich werde jetzt dann auch ein Elixier nehmen, glaube ich. Nehmen wir gleich mal eins. So, hier geht es geradeaus weiter. Und wenn wir hier an der... Kopfende der Treppe angekommen sind, dann haben wir endlich Ruhe von diesem Typen. So. Und wir wollen jetzt... Ah ja, ich weiß schon, wie das weitergeht. Genau. Jetzt gibt es noch ein kurzes Puzzle. Nicht wirklich schwierig, aber zumindest etwas abwechseln. So, da gibt es noch einen Mithril-Schaft. Wie gesagt, die ganzen Items, wir brauchen sie nicht wirklich. Sie helfen einem dann. The Empire made considerable inroads into the science of demons. Sie helfen einem dann später, well, Zaubersprüche zu machen. Way, of course. Genau. Und hier managed to make demons. Ah, bist du zurück? Right here. Ja, das was Arden hier sagt, ist natürlich auch wichtig. Er erwähnt jetzt gerade, dass sie hier Dämonen gezüchtet haben, nicht nur Magier-Infanterie hergestellt haben. Und wir werden bald herausfinden, dass das beides irgendwie zusammenhängt. So, da gibt es eine Schalttafel. Da sieht man, welche Türen offen sind.
und welche geschlossen sind. Momentan haben wir eine bestimmte Kombination von Türen, die offen ist. Und ohne weitere ID-Karte können wir das nicht ändern, weil wir können nur, glaube ich, den A-Schalter hier betätigen. Ja, also den kann man, glaube ich, abschalten. Genau. Dann sind alle Türen zu, aber wir wollen natürlich die Karte für die B-Schalttafel auch haben und dann im Endeffekt auch für die C-Schalttafel. Ach, die will ich aber allerdings nicht haben hier. Diese kleinen nervigen Snaggers. So. Dafür müssen wir zuerst mal hier wieder zurückkommen, wo wir hergekommen sind. Dann nach oben. Ah, das ist aus. Nein. Moment. Falsch. Komm, schaut mal auf die Karte, macht man es falsch. So. Dann müssen wir zuerst nach Norden. Ever wonder where demons come from? Da gibt es wieder einen Forschungsbericht oder kein echter Forschungsbericht, aber eine kleine Info über die Fotosensibilität der Magdech-Infanteristen. Und zwar sind die Magdech-Infanteristen total allergisch auf Licht, was natürlich passend ist. Aber sie haben irgendwie einen Schutzanzug hergestellt, der die Funktionalität im Kampf gewährleistet, sagen wir so. They were children of nature, beasts and men. And you've killed so many. So, dann haben wir die Schlüsselkarte B. Und irgendwo gibt es hier noch etwas. Nein. Und Arden erwähnt es schon. Wir haben in unserer Laufbahn hier sehr, sehr viele Dämonen schon erledigt. Und das wird uns später dann ein bisschen auf den Kopf fallen. So, wir gehen jetzt zurück, dort wo wir hergekommen sind. Und dann in den Raum, den ich vorher betreten wollte, der aber noch verschlossen war. Das gibt nämlich die Karte für die Schalttafel C. Units you callously dub MTs all began as babes in this very facility. Okay. Imprinted with serum codes and incubated until they were strong enough to fight. What pity innocent souls victim to suffer. At the hands of a foreign king. Well, not so empty after all, are they? Okay, und Arden spielt darauf an, dass wir nicht nur viele Dämonen umgebracht haben, sondern auch viele Magitech-Infanteristen, die ja eigentlich Personen sind, weil sie zum Teil aus Personen bestehen. Nichts wirklich toll, aber okay. So, und jetzt können wir auch die C-Schalttafel machen. Wenn wir allerdings alle drei Schalttafeln anwerfen, dann fliegt die Sicherung raus und wir können mindestens, also wir müssen mindestens eine deaktiviert lassen. So, und wir kommen weiter mit A und C. Das heißt, wir wollen jetzt mal A und C machen. Und dann können wir, wo wollen wir nicht hin? Hey! Ich will, im Süden geht es nämlich raus, da will ich nicht hin. Aber im Norden haben wir noch eine Tür, die vorher nicht offen war. Also die Tür war, glaube ich, nicht offen vorher. Ah, oh ja, die war schon offen, aber die Tür war nicht offen. Da ganz hinten gibt es noch etwas. Muskelstähler, wow. Schwarzenegger Serum, wie ich es auch gerne nenne. So. Das haben wir schon gelesen. Das Interessante ist hier, obwohl es hier ziemlich kleine Räume gibt, ist die Framerate hier doch ziemlich niedrig, was ich in einem Grunde nicht verstehe. So, und wir wollen C, ich glaube A schalten wir mal aus und B ein. Ich will eigentlich dann da runter, oder? Nee. Da war ich doch schon. Da bin ich hergekommen. Nein, das war's nicht. Ah, oh ja, wir müssen B und A, glaube ich. Hatten wir das nicht schon? Ja, ich glaube B und A müssten wir. Ja. Und zwar können wir dann in den Süden gehen. Und nicht nur haben wir da einige Gegenstände aufzusammeln, die wir vorher noch nicht aufgesammelt haben. Zwar genau einen. Und diese
diesen Forschungsbericht hier. Einen Quarantänebericht in dem Fall. Und zwar, da steht, dass irgendwie 1600 Bürger verschwunden sind. Und a vanishing sickness. Genau. Eigentlich muss man die Forschungsbericht und den Quarantänebericht in der anderen Reihenfolge lesen. Da steht nämlich, dass hier mal 800 Bürger verschwunden sind. Und irgendwie dafür, dass so viele Bürger verschwinden, immer mehr Dämonen auftauchen. Mysterious disappearances. Es sind ja Dämonen aus dem Labor entkommen, aber nur 60% von den entkommenen Dämonen wurden auch identifiziert in den Dämonen, die in der freien Wildbahn gesichtet wurden. Das heißt, irgendwo müssen die ja herkommen. Ziemlich cooler Kommandoraum hier übrigens. Das ist diese fliegende Festung, in der wir uns gerade befinden. Oder in die wir eigentlich rauf wollen. Oder sind wir schon oben? Aber wir sind schon oben, ja. So, das war's auch schon mal hier. Und jetzt wollen wir auf B und C stellen, glaube ich. Hopp. Ja. Stellen wir auf B. Das ist sowieso ein. Ja, das ist ein. Passt. Und dann wollen wir C auch einstellen. Und so kommen wir raus. Nämlich, da gehen wir in den Süden. Da, wo wir gerade waren. Und zwar nicht rechts, sondern links. Und dort ist dann der Ausgang. Im letzten Raum gibt es leider nichts zu holen. Schade. Ich schau mal kurz, ob ich einen Forschungsbericht hier vergessen habe. Auch keine Forschungsbericht. Dafür Gegner. Langweilig. Dieser Finishing Move vom Schwert des Vaters ist ziemlich mühsam, weil er gegen Snagel irgendwie total in die Hose geht. So, gibt's hier noch was zu... The most fascinating tidbit about your dear Prompto. Und what? Zwar? Turns out he's not empty either. He's got quite the skeleton in his closet. Ich finde es super interessant, dass auf Englisch Adin nicht direkt sagt, was passiert, aber auf Deutsch in den Untertiteln schon verraten wird, dass Prompto eigentlich aus Niflheim kommt. So, das ist der Nordkralier Quarantänebericht. Und da steht natürlich, dass der Zusammenhang zwischen dem Erscheinen der Dämonen und dieser Seuche nicht mehr geleugnet werden kann. Epidemic proportions. That can't be good. Und dann den Schadensbericht in den Magitech-Laboren. Schade ist eigentlich, dass man diese ganzen Sachen nur über Forschungsberichte erfährt und nicht irgendwie durch Interaktion mit Personen oder durch Besuchen von bestimmten Orten. Ja. Leider sind im Labor irgendwie 125 Patienten verschwunden. All the patients have been disappeared? That makes no sense. So, hier könnten wir nochmal kaufen und werden wir auch machen. Elixiere haben wir 31, das ist eigentlich genug, also brauchen wir keine kaufen. So, und da geradeaus weiter geht's dann. Geht's dann weiter zu einer weiteren Raststätte. Aber vorher sammeln wir noch einen Gegenstand hier auf. So, hier und dann rechts rasten wir und ob wir Prompto wiederfinden, wen wir sonst noch finden und ob wir irgendwann aus dieser Hölle entkommen können oder zumindest den Kristall finden, das sehen wir als nächstes und übernächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy 15. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.